Ja, geschätzte Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, die Zeit ist schon vorangeschritten. Darum möchte ich mich ganz kurz halten und natürlich auch zu dieser Resolution als Energiesprecher ganz kurz was sagen. Diese Regierung hat eines gemacht die letzten Tage beim Budget im Parlament. Sie haben nämlich, die ÖVP-Regierung hat den Grünen einfach so viel Geld gegeben, damit sie ihnen die Mauer halten und dass auch die Klimaschutz- und Energieministerin in ihrem Bereich mit Geld überschüttet worden ist, mehr oder weniger. Aber die strukturellen und die regulatorischen Maßnahmen fehlen total. Lasst euch das bitte auf der Zunge zergehen, dass wir eine Klima- und Energieministerin haben. Und die Julie hat schon kurz angesprochen, heute seit 685 Tagen kein Klimaschutzgesetz. Wir haben 685 Tage kein Energieeffizienzgesetz. Wir haben kein erneuerbares Wärmegesetz, wir haben kein Gaswärmegesetz, wir haben gar nichts. Das heißt, sie machen einfach immer Ankündigungspolitik und, und. Und ich möchte euch ganz kurz, vielleicht, da muss ich ein bisschen zurückholen, auch natürlich, was die letzten Monate und Wochen passiert ist. Und ich möchte euch die Flops sagen, was diese Regierung wirklich einen Flop nach dem anderen produziert hat und ein Best-of davon geben. Die Energiegutscheine, ein missglückter Flop, ich glaube, da braucht man nicht mehr dazu sagen. Klimabonus und Antiteuerungsbonus, nicht abgeschlossen. Über 650.000 Bürgerinnen und Bürger warten nach wie vor auf die Auszahlung. Die Übergewinnsteuer, der Jörg hat es gerade ganz kurz angesprochen, ist im besten Fall ein Übergewinngeschenk für die Konzerne, also für die Freunde dieser ÖVP. Aber ein Best-of von meiner Seite, natürlich negativ gemeint, dieser Bundesregierung, geschätzte Genossinnen und Genossen, waren die zwei Reisen in die Vereinigten Arabischen Emirate. Also das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Im März ist diese Bundesregierung im Privatjet nach Abu Dhabi geflogen, unsere Klimaschutzministerin im Privatjet drinnen mit dabei. Dann mache ich eine parlamentarische Anfrage und frage sie, liebe Frau Ministerin, was hast denn du da unten eigentlich beschlossen, mit was hat sie heimgekommen? Sie hat mir geantwortet, schriftlich. Sie kann es nicht beantworten, weil sie als Bundesministerin und das BMK, das Ministerium, war nicht mit eingebunden. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Jetzt am 26. Oktober fliegen Sie wieder nach Abu Dhabi, wieder im Privatjet, unsere Klimaschutzministerin mit drinnen. Und ihr werdet wahrscheinlich alle das Lied von der Lali Andersen kennen. Ein Schiff wird kommen. Also wir kriegen ein Schiff mit LNG geliefert und die Bundesministerin hat mir im Parlament geantwortet, ja, aber lieber Alois, 65.000 Haushalte können wir mit LNG, mit Gas versorgen. Habe ich gesagt, was ist mit den anderen 4.235.000 Haushalte? Hat es mir keine Antwort gegeben. Was will ich euch sagen, liebe Genossinnen und Genossen? Wir bekennen uns hundertprozentig zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir bekennen uns hundertprozentig, wie es die Julie schon angesprochen haben. Und da kämpfen die Julie und ich und der ganze Club wirklich Schulter an Schulter raus mit Öl und Gas aus den Haushalten bis 2035 und 40. Wir haben uns hundertprozentig dazu bekannt. Aber jetzt ist es ganz, ganz wichtig und es wurde schon heute wirklich sehr oft angesprochen, der Gaspreisdeckel muss jetzt unbedingt her und auch diese Überbrückungshilfe. Denn, liebe Genossinnen und Genossen, viele, viele, viele unserer Leute, unserer Bürgerinnen und Bürger können sich das Leben nicht mehr leisten. Viele Klein- und Mittelbetriebe sind vor dem Zusperren und die Industrie, der Industriestandort Österreich ist gefährdet. Deswegen, geschätzte Genossinnen und Genossen, werden wir tagtäglich dafür kämpfen. Und mit uns, mit der SPÖ im Parlament, ist garantiert, dass wir für diese Energiewende sozial arbeiten dafür. Herzliches, energievolles Freundschaft. Danke. Herzlichen Dank an unseren Energiesprecher, Abgeordneten Alois Schiller.